Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ab Donnerstag doppelt Berufe. Die Moralkosten für eure Handwerker werden halbiert. Damit die was bauen, müsst ihr die ja motivieren. Das macht ihr mit Moral und die verbrauchen diesmal nur die halbe Motivation, also die halbe Moral, die ihr ihnen gebt. Interessant dazu ist noch, wer Mitglied einer Gilde ist, kann bei dem Händler die Karten des Erkunders kaufen und erhält den doppelten Ertrag aus diesen Karten. Ihr findet da wieder Gegenstände, mit denen ihr selber Sachen bauen könnt, oder im Zweifel kann man die auch immer noch mit etwas Gewinn im Auktionshaus verkaufen. Wer keinen Bock auf Handwerker hat und Berufe, der geht zum Ring des Grauens und hat da die doppelte Währung für die Kampagne. Das heißt, einfach Quests im Ring des Grauens abschließen, doppelte Menge Kampagnenwährung abgreifen, schneller durch die Kampagne kommen oder Twinks durchleveln oder aber sich im Shop der Kampagne tot kaufen, mit allem eindecken, was man schon immer haben wollte und dabei auch noch jede Menge Zombies und Skelette umhauen. Da würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, tschüss!